Hallo Leute und herzlich willkommen zu Phoenix Wright Ace Attorney. Wir sind hier bei der April May, die wir im letzten Part kennengelernt haben. Und was noch war im letzten Part? Herr Dick Gumshoe hat uns Mayas Handy gegeben. Zum Glück. Und wie wir auch herausgefunden haben, er mag es nicht, Dick genannt zu werden. Aber das kann ich auch ganz klar nachvollziehen, weil in seinem Namen ist auch das Wort leider auch, ja, das Wort ist mit beinhaltet. Aber ist auch egal, wir machen jetzt einfach weiter. Wir reden erst mal mit er. Mit sie, doch nicht mit er. Oh, okay. Was sie sagen. Glauben Sie, Sie können mir etwas erzählen? Können Sie mir beschreiben, was Sie während des Vorfalls beobachteten? Beobachteten? Vorfall? Sie klingen wie so ein Anwalt im Fernsehen. Ich mag Männer mit einem großen Vokabular. Ich sollte Sie jetzt nicht ermutigen. Sie erinnern sich an die an das, was neulich Schlimmes passierte? Was haben Sie gesehen? Ich gehe nicht davon aus, dass Sie mir davon erzählen werden, wenn ich Sie höflich frage. Mal sehen. Gut. Träumen Sie weiter. Wenn Sie es wissen wollen, dann müssen Sie morgen ins Gericht kommen, Herr Anwalt. Oh Mann. Können Sie... wer genau Sie sind? Okay, das hat sich jetzt irgendwie merkwürdig angehört, auch wenn ich es auch nur vorgelesen habe. Egal. Oh, Herr Anwalt, baggern Sie mich etwa an? Nein, hey, ich mache nur meinen Job. Wissen Sie eigentlich, dass Sie niedlich sind, wenn Sie rot werden? Glaubt mir, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so rot wurde. Nun, können Sie mir bitte sagen, was Sie beruflich machen? Nun ja, nein. Und Sie dachten, Sie hätten mich, richtig? Oh Mann, dieser Raum. Oh Mann, Kopfhörer, Junge. Mann. Okay, jetzt geht's wieder. Hoffe ich zumindest. Ich sehe zwei Gläser auf dem Tisch. Lebt hier noch jemand mit Ihnen? Oh, welche bemerkenswerte Beobachtungsgabe. Sie müssen einer dieser berühmten Detektive sein, wie die im Fernsehen. Oh nein, ich doch nicht. Ich, bin nur ein Anwalt. Sagen Sie, Herr Spinasse, warum schauen Sie nicht mal im Papierkorb nach Indizien? Frau May mag keine neugierigen kleinen Anwälte. Oh Mann. Ja, okay, untersuchen, ob das irgendwas bringt oder so, wisst jetzt nicht. Weil wir haben im letzten Part da nochmal nachgeguckt. Und sie hat uns gestört. Aber egal, ich würde sagen, gehen wir erstmal woanders, glaube ich. Strafanstalt? Ne, okay, das war dumm. Ach, nein, zurück. Sieht aus, als wäre Großberg nicht da. Vielleicht sollte ich hier auf ihn warten. Das war wohl das deutlichste Räuspern, das ich je gehört habe. Aha. Also, Sie sind derjenige, der mich sucht. Ja, der bin ich. Es sieht sogar noch größer aus, als ich gedacht hatte. Hä? Das Abzeichen an Ihrem Kragen? Demnach sind Sie Anwalt, richtig? Ja, das stimmt. Und was wollen Sie? Ich habe zurzeit nicht so viel zu tun. Bitte fahren Sie fort. Nicht viel zu tun? Warum ist es dann so schwer, ihn anzutreffen? Stimmt etwas nicht? Sie kamen
den einzigartigen Marvin Crossberg zu sehen, stimmt's? Nun, hier bin ich, mein Junge. Was wollen Sie? Raus mit der Sprache. Nun gut. Es geht um Maya. Maya Fey. Ah, ja. Maya Fey. Fahren Sie fort. Warum diese merkwürdige Reaktion? Halt. Tja. Okay. Ich habe wirklich sehr viel zu tun, mein Junge. Ich kann meine Fälle von heute auf morgen übernehmen. Das ist unmöglich. Ja. Warten Sie einen Moment. Woher wussten Sie, dass die Verhandlung morgen stattfindet? Wie auch immer. Ich fürchte, ich kann diesen Fall keinesfalls übernehmen. Ende der Diskussion. Was hat das zu bedeuten? Er hat abgelehnt, ehe ich ihn überhaupt gefragt habe. Was sag ich? War ja nur. Reden. Sofort. So eine lässige Musik hier. Passt eigentlich voll. Die Ablehnung. Wie können Sie einfach so ablehnen? Warum können Sie den Fall nicht übernehmen? Sehen Sie, es ist so. Ich bin sehr beschäftigt, wissen Sie? Aber der Klient ist Maya Fays Schwester. Mia hat Ihnen vertraut. Sie wusste, Ihre Schwester wurde in guten Händen sein. Ja, sicher, das weiß ich. Wie auch immer. Es tut mir leid. Ich muss leider ablehnen. Tut mir leid. Auf Wiedersehen. Krieger. Na gut. Ich habe keine Zeit, mit Ihnen zu streiten. Ich werde mich woanders umsehen. Ich glaube nicht. Hä? Sagen Sie etwas? Ich sagte, ich glaube nicht. Was meinen Sie? Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich fürchte, dass kein Anwalt diesen speziellen Fall übernehmen wird. Tut mir sehr leid, mein Junge. Warum? Das kann ich nicht sagen. Wenn Sie jetzt bitte gehen würden, ich habe Ihnen nichts mehr dazu zu sagen. Was geht hier vor? Mia. Woher wussten Sie das, Frau Fay? Sie arbeitete hier. Es ist sehr lange her. Während ihres Studiums. Sie lernte meine Techniken beeindruckend schnell. Eines Tages ist sie einfach gegangen. Sie hatte eine Mission, wissen Sie? Eine Mission? Man konnte es in ihren Augen lesen. Sie verfolgte sie mit feuriger Leidenschaft. Sie schaute nie zurück. Das Bild. Das Bild ist außergewöhnlich. Aha. Es ist Ihnen aufgefallen. Es ist mir Freude und Stolz. Es ist beeindruckend, nicht wahr? Nun, nicht wahr? Die Farbe des Himmels. Die Nuancen des Meeres. Die Struktur des Strohhuts. Es ist mindestens 3 Millionen wert. Aber ich werde mich nicht davon trennen. Nein, ich werde es nicht verkaufen, nicht mal Ihnen. Nicht, dass ich interessiert gewesen wäre. Es ist nicht zu verkaufen. Ich kaufe auch nicht. Okay, wir machen einfach weiter. Ich glaube, jetzt müssen wir irgendwo hin, oder? Strafanstalt. Gehe ich jetzt mal davon aus. Anscheinend schon, ja. 6. September, 15.42 Uhr. Strafanstalt, Besucherraum. Hallo? Oh, Sie sind wieder da. Haben Sie den Anwalt gefunden? Naja. Was sag ich ihr denn jetzt? Nun, sehen Sie. Sei einfach ehrlich. Ich denke, Sie sollten diesen Mann nicht arrangieren. Er
Er schien mir nicht gesund zu sein. Er war nur noch Haut und Knochen. Was ist wirklich passiert? Sagen Sie nicht, hat er sich geweigert, mir zu helfen? Ja. Ich verstehe. Dann bin ich jetzt ganz allein. Dann dauert es wohl nicht mal lange, bis ich einen Pflichtverteidiger kriege. Schon 16 Uhr. Die Zeit ist um. Was soll ich tun? Soll ich Sie hier sitzen lassen und nach Hause gehen? Nein, wir verteidigen hier. Natürlich. Kopfhörer, Mann! Ja. Ah, mir fehlt die Behälschung. Ich habe mich entschieden. Ich werde Sie verteidigen, ob Sie wollen oder nicht. Oh, erst 10 Minuten. Ging schnell. Warum? Warum? Nun, ich kann Sie nicht verlassen. Jemand anders hat es getan. Ich weiß nicht warum. Ich kann Sie doch nicht verlassen, also bitte. Jemand ist so bedauernswert wie eine Person ohne Freunde. Ich weiß das. Ich stand auch schon mal allein da. Das ist lange her. Oh. Der arme Phoenix. Warum bin ich Anwalt geworden? Weil jemand sich um die Leute kümmern muss, die niemanden an ihrer Seite haben. Maya. Ich lasse Sie nicht im Stich. Sie können auf mich zählen. Das ist so lieb von Ihnen. Mhm. Gut, dann lassen Sie uns das hier durchstehen und Sie hier rausholen. Ja, einverstanden, vielen Dank. Wow, sie lächelt endlich. Sie sieht gleich wie eine völlig andere Person aus. Eine letzte Frage. Sie sind unschuldig, oder? Ja. Und ich vertraue Ihnen. Und Sie vertrauen mir auch, okay? Abgemacht. So, wie geht es jetzt weiter? Da ist etwas, das mich schon lange beschäftigt. Was war in der Schublade dieser seltsamen Frau? Als ich versuchte hineinzusehen, wurde sie nervös. Da muss etwas drin sein. Definitiv, sonst hätte sie nicht so aggro reagiert. Ich glaube, wir gehen am besten dorthin. Hotel Gatewater. Guten Tag, der Herr. Entschuldigen Sie, wer sind Sie? Oh, ich bitte um Verzeihung, mein Herr. Ich bin der Page dieses Etablissements. Spricht man das so aus? Ich denke schon. Jetzt zu Dienst, mein Herr. Ah, in Ordnung. Ich bin gekommen, um Ihnen Ihre Bestellung aufs Zimmer zu bringen, mein Herr. Wissen Sie, wo Frau May sein könnte? Ah, unser Gast. Frau May nutzt wohl gerade die sanitären Einrichtungen. Wenn Sie keine Wünsche haben, werde ich mich empfehlen. Bitte, bleiben Sie so lange Sie möchten. Genießen Sie. Ja? Nein, warten Sie. Hey! Warum blamiere ich mich eigentlich jedes Mal, wenn ich hier bin? Moment mal. Das ist meine Chance, ein wenig zu schnüffeln. Oh, ich hätte fast vergessen. Ach, da sind Sie ja wieder. Darf ich Sie bitten, Frau May zu informieren, dass sie eine Nachricht für Sie vorliegt? Sagen Sie bitte, dass Herr White von Blue Corp angerufen hat. Oh ja, sicher. Herr White von Blue Corp? Wo habe ich den Namen schon mal gehört? White. Das war sein Name. Das hat mir meine Schwester erzählt. Jetzt, wo wir gerade diese kleine Cutscene gesehen haben. Boah, Richard hat auch recht, ne? White war der Name des Mannes, der Mias und Mayas Mutter ruiniert hat. Kann das ein Zufall sein? Wenn es bei euch irgendwelche Tonprobleme gibt, ey, dann kann ich dafür nichts rechnen. Meine Kopfhörer sind irgendwie, keine Ahnung, behindert. Ich glaube, da könnte ich jetzt nachgucken. Geht das so, wenn ich jetzt das... Ja, okay.
Nee, weil ich habe das beim letzten Part, habe ich nämlich extra hier das mit dem Steuerkreuz und die Knöpfe nämlich angemacht. Ich glaube, es soll jetzt auch funktionieren. Untersuchen. Ein Schraubenzieher steckt zur Hälfte in dieser halb offenen Schublade. Das ist meine Chance, herauszufinden, was da drin ist. Na, was haben wir denn da? Eine Wanze? Was macht eine Frau wie sie mit so etwas? Wanze zur Gerichtsakte hinzugefügt. Diese Frau Fee ist definitiv verdächtig. Warum sollte sie so etwas in ihrem Hotelzimmer haben? Dafür muss es einen Grund geben, ich weiß es. Na gut, ich werde diesen Hinweis morgen vor Gericht verwenden, so viel ist sicher. Was Maya betrifft, ich werde diese Frau aufknüpfen. Ich werde sie mir vorknüpfen. Oh, Page, immer noch hier? Oh, Zeit zu verschwinden. Ich freue mich schon auf ein heißes Tänzchen mit Ihnen, Frau May. Vor Gericht. Fortsetzung folgt. Natürlich speichern wir. Und es geht sofort weiter. 7. September, 10 Uhr, Bezirksgericht, Gerichtssaal Nummer 1. Och, der Miles Edgeworth ist ja hier. Das Gericht verhandelt jetzt den Prozess gegen Frau Maya Fey. Die Staatsanwaltschaft ist bereit, euer Ehren. Die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Miles Edgeworth. Ich darf heute keine Schwäche zeigen, sonst wird er sofort an mir rummeckern. Ich glaube, der Ton des Klängs ist ein bisschen zu laut. Ich glaube, es müsste reichen. Herr Edgeworth, das Gericht bittet Sie um Ihr Eröffnungsplädoyer. Da danke, euer Ehren. Die Angeklagte Frau Maya Fey befand sich am Tatort. Der Staatsanwaltschaft liegen Beweise vor, dass sie den Mord verübt hat. Und wir haben einen Zeugen, der sie dabei gesehen hat. Die Staatsanwaltschaft hat keine Zweifel über die Fakten in diesem Fall, euer Ehren. Ich verstehe. Vielen Dank, Herr Edgeworth. Dann lassen Sie uns beginnen. Wenn wir unseren ersten Zeugen aufrufen dürfen, euer Ehren. Die Staatsanwaltschaft ruft Inspektor Gamschuh, zuständiger Beamter am Tatort, auf. Zeuge, bitte nennen Sie dem Gericht Ihren Namen und Ihren Beruf. Jawohl. Ich heiße Dick Gamschuh. Ich bin der für Morde zuständige Inspektor im Polizeibezirk. Inspektor Gamschuh, bitte schildern Sie uns die Einzelheiten dieses Mordes. Sehr gerne. Ich werde es Ihnen am Bodenplan des Büros erläutern. Die Leiche wurde hier bei diesem Fenster gefunden. Und das war die Todesursache? Verbluten nach einem Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Die Mordwaffe war eine Statue des Denkers, die neben der Leiche gefunden wurde. Sie ist schwer genug, um selbst einem Mädchen als tödliche Waffe zu dienen. Das Gericht erkennt die Statue als Beweis an. Sie bezeichnen die Mordwaffe immer noch als Statue. Bodenplan zur Gerichtsakte hinzugefügt. Bis jetzt. Gibt es ja mehrere Seiten oder so? Ich habe da jetzt bis jetzt noch nicht so geguckt. Aber es scheint bis jetzt voll zu sein. Mal schauen, ob wir vielleicht noch irgendwas bekommen. Nun, Inspektor. Ja? Sie haben Frau Maya Fey, die sich am Tatort befand, sofort verhaftet, richtig? Können Sie mir sagen, warum? Ja, sicher. Es gab eindeutige Beweise, dass sie es war. Inspektor Gamschuh. Bitte sagen Sie von dem Gericht über diese eindeutigen Beweise aus. Zeugenaussage.
Aber das erfährt ihr im nächsten Part von Phoenix Wild Ace Attorney. Wenn euch der Part gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch und keiner meiner Videos mehr verpassen. Darüber ihr auf Abonnieren klickt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Alex Saphir 2301. Ciao Leute, macht's gut.